In diesem Video schauen wir uns den Fotoeffekt mit LEDs an. Das ist mal eine ungewöhnliche Art und Weise, daran zu gehen. Das ist praktisch Fotoeffekt rückwärts. Wie immer etwas Geschichte. Das Ganze fängt mit einem englischen Forscher an. Das ist Henry Joseph Round. 1907 hat er erstmalig beobachtet, dass anorganische Stoffe unter einer angelegten Spannung die Fähigkeit zur Lichtemission besitzen. Weiter geht die Geschichte mit einem sowjetischen Hochfrequenztechniker, und zwar mit Oleg Wladimirowitsch Lossew, der den Round-Effekt nochmal erneut entdeckt hat, aber zwischen 1927 bis 1942, wo er das genauer untersucht hat, die Vermutung aufstellte, dass das Phänomen sozusagen die Umkehrung des Einsteinschen Fotoeffektes ist. Weiter geht die Geschichte mit dem Nick Holonyak Jr., ein US-Amerikaner, der als Erfinder der LED mit sichtbarem Licht gilt, ist einer der Pioniere von Silizium-Halbleiter-Technologien, speziell für Transistoren und Thyristoren. Allerdings muss ich auch der Vollständigkeit halber erwähnen, dass das sind jetzt die Spektren von der roten, grünen und blauen LED. Und das sind halt keine Linienspektren, sondern das sind teilweise, gerade bei der blauen LED, ist das schon Wellenlängenbereich. Hier ist ein Foto einer LED, ganz groß. Und zwar, was man allerdings im Foto nicht erkennt, die beiden Beinchen da dran, also die Anschlussdrähte, ist eins kurz und eins lang. Das kurze ist Minus, die Kathode, die Anode, das längere ist Plus. Wenn man die Beinchen abgeschnitten hat, die LED ist rund und hier rechts ist praktisch eine abgeflachte Stelle. Das ist die Kathode, also Minus. Oder auch, wenn man in die LED reinguckt, das größere Teil ist auch die Kathode Minus. Hier habe ich einfach mal paar LEDs mit ihren Farben aufgeschrieben und ihren Spannungen, die sie brauchen. Und ja, wenn man guckt, je kürzer die Wellenlänge, umso größer die Spannung. Also das scheint wohl ein Zusammenhang zu sein. Wie sieht der Versuchsaufbau aus? Naja, ganz einfach. LED mit Vorwiderstand, über der LED die Spannung messen. So, in diesem Video zeige ich den Fotoeffekt auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Und zwar habe ich hier Leuchtdioden. Das ist, sagen wir mal, eine sehr kostengünstige Art und Weise, den Zusammenhang zwischen ja, der Wellenlänge und der Spannung entsprechend zu messen. Nur gut, ist natürlich andersrum. Normalerweise hätte ich hier sowas. Das ist im Prinzip Licht, das dann auf eine Metallfläche, Platte fällt. Und hier habe ich halt die Emission von Licht. Die Wellenlänge könnte ich natürlich jetzt bestimmen, indem ich hier was mit einem Gitter mache. Ich könnte natürlich aber auch hergehen und ins Datenblatt der LED gucken, da steht das nämlich auch drin. Und hier steht es ja dankenswerterweise drauf. Das Gitter lasse ich hier trotzdem mal für einen Moment stehen und versuche ran zu zoomen, sodass man das Gitter hier sieht und man sieht das Interferenzmuster. Und das Entscheidende ist jetzt, wenn ich an der Spannung drehe, dann verändert sich die Helligkeit der LED, aber das Interferenzmuster ändert sich nicht. Und das ist das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Ich bekomme ja im Prinzip ein
Interferenzmuster und das ist wie gesagt die Wellenlänge und das sagt mir jetzt gerade dieser Mini-Versuch, ist unabhängig von der Spannung. So, jetzt habe ich nicht nur hier meine Spannungsquelle, sondern um diese LEDs hier zu betreiben, habe ich des Weiteren ein Voltmeter, rotes und schwarzes und grünes Kabel. Das heißt, ich messe die Spannung, die über der LED anfällt. Und jetzt gucke ich mal, welche Wellenlänge ich habe und welche Spannung sozusagen die LED hat. Und wenn man hier ein bisschen an der Spannung rumschraubt, dann sieht man, obwohl ich hier quasi ein ganzes Volt mehr mache, verändert sich die Spannung, die über der LED abfällt, relativ wenig. Geschickterweise nimmt man die Spannung, die bei der sozusagen die LED anfängt zu leuchten. Und die nimmt man entsprechend auf. Das heißt, ich würde jetzt hier gucken, dass ich hier eine Spannung finde, bei der hier das Ampermeter, was doch leider etwas, sagen wir, grob ist, anfängt, Strom zu messen. Und diese Spannung werden wir jetzt aufnehmen und dann gucken, ob da, sagen wir mal, der Zusammenhang, H mal F ist ja die Energie, die hier abgestrahlt wird. Und E mal U ist entsprechend die elektrische Energie, mit der das Ganze angeregt wird. Insofern, das muss ja dann irgendwie miteinander zusammenhängen. Also, fangen wir mal ganz oben an. Da haben wir 465 Nanometer, falls man es nicht lesen kann. Ich versuche das nochmal einmal in die Kamera zu halten, damit man das ganze Ding nochmal sieht. So. Und, jetzt gehe ich mal hier hoch, bis ich... Ja, da. Also, da sind wir so ziemlich genau bei, das fängt an zu leuchten, das stimmt schon, da sind wir bei 3 Volt. Ziemlich genau. So, dann gucken wir uns die nächste LED an. Wir reden hier von 560 Nanometer. Und auch da drehen wir das Ganze ein bisschen zurück, bis... Ups, das war zu weit. Jetzt sieht man wieder, habe ich das gerade so erwischt, dass das Ampermeter merkt, dass da Strom fließt. Und dann sind wir so ziemlich genau bei 2,1 Volt, die hier über der LED abfallen. Gut, dann gucken wir uns 585 Nanometer an. Jetzt habe ich wieder den Punkt erwischt. Da sind wir genau bei 2 Volt. So, jetzt gucken wir 635 Nanometer an. Auch da wieder zurückgehen. Jetzt habe ich wieder so den Moment erwischt. Und ich lese hier 1,75 Volt. Gut, jetzt gucken wir uns 660 Nanometer an. Ist im Prinzip ähnlich. Da sind wir bei 1,
1,8. So, das haben wir es fast geschafft. Die letzte wird man nicht sehen. Ups, das war zu viel. Ja, jetzt habe ich den Moment wieder erwischt. Und dann sind wir bei 1,25. Also 1,25 bei 950 Nanometer. So, dann würde ich mal sagen, machen wir das in ein Diagramm. Und mit etwas Glück kriegen wir tatsächlich mit dieser Geschichte H, also sprich das Planck'sche Wirkungsquantum, raus. Ist im Prinzip der Fotoeffekt, nur halt umgekehrt. Hier nutze ich die Emission von Licht. Schauen wir uns das Ergebnis an. Gut, was habe ich gemacht? Vorwiderstand, LED, den Spannungsabfall an der LED gemessen. Das ergibt folgendes Diagramm. Ja, man sieht, die liegen so einigermaßen auf einer Geraden. Ich habe jetzt aber hier nicht das Gefittete genommen, sondern bin jetzt einfach hergegangen, habe die Tabelle genommen. Und es gilt ja, dass E mal U gleich H mal F ist. Das heißt, ich habe mit dieser Formel das H für jede LED ausgerechnet, habe den Durchschnitt genommen und der liegt bei 6,44 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunden. Und wenn ich das mit dem Literaturwert vergleiche, dann ist das mal gar nicht so schlecht. Wobei man natürlich sieht, hier gibt es ein paar Ausreißer mit 5, und 7, aber wie gesagt, insgesamt gar nicht so wahnsinnig schlecht. Gut, ich hoffe, das Ganze war mal interessant, Fotoeffekt mal andersrum und gerne Kommentare. Ansonsten soweit, so gut.